Aufgrund dessen, dass mir der Start des Let's Plays um 0 Uhr leider verweigert wurde, sage es mal so, auch mal wieder da ein ordentliches Fuck you wieder an Nintendo raus, dass sie es mal wieder nicht hingekriegt haben, das Spiel um 0 Uhr zu releasen. Sonst hätte ich heute früh um 0 Uhr die erste Folge aufgenommen und auch, wenn nicht, auch zeitnah auch einigermaßen hochgeladen. Aber ja, wurde draus nichts, deshalb kommt es jetzt, am späten Abend mal wieder. Yay! Hätte es auch anders sein können. Na, ganz ehrlich. Nintendo. Welcher verdammte Vollidiot oder was für ein verdammter Mistkrebel hat euch ins Hirn geschissen, sodass ihr es einfach nicht geschissen kriegt, ein Spiel pünktlich zu lesen. Das kommt nicht in meinen Kopf rein. Ohne Scheiß. Ich verstehe es nicht. Aber jetzt ist es endlich soweit, wir spielen die Vollversion von Little Nightmares 2. Wir haben vor ein paar Tagen die Demo gespielt und mit diesem Jäger. Und ich fand die mega, mega nice. Auch wenn ich etwas bei dem einen Rätsel hing. Trotzdem, der Hype ist real. Auch wenn dieses Let's Play, etwas unregelmäßig kommen wird, da ja gleich morgen der nächste große Release auf uns wartet. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Das auch als Let's Play auf meinem Kanal kommen wird, deshalb wird das hier eventuell etwas unregelmäßig kommen. Aber naja, heute kommt die erste Folge, dreiviertel Stunde. Wir starten durch. Ja, natürlich darf ich mir erstmal das Vertrag hier durchlesen. Das ich natürlich voll und ganz tun werde. Einmal gediegen hier durchblättern. So, habe ich immer alles durchgelesen. Auf jeden Fall. Was für ein Auge. Habe ich mich jetzt so in... Ah, hier. Habe ich mich genau das auch in der Demo gewundert? Ist doch genau dasselbe. Ach, ich dachte, jetzt kommt er mir, dass die Daten übernommen wurden. Aber nein, es war was anderes. Gut. Für Vorbesteller wie mich soll es im Übrigen auch eine Mütze dazu geben. Für Mono heißt der. Es steht, ist es auch endgültig klar, welche Charaktere wir spielen. Wir spielen den jungen Mono. Und werden tatsächlich, im Prinzip hat man es auch schon vorher ahnen können, wir werden von dem Mädchen Six begleitet. Und ja, man hätte es im Prinzip auch schon vorahnen können, weil schon auf dem Cover schon sie mit der Regenjacke zu sehen ist. Daran könnte man ausgehen können, dass es Six ist. Aber ich dachte, dass es ein anderer Charakter ist, aber nein, das ist tatsächlich Six. Von daher gehe ich auch schon jetzt zum Release schon davon aus, dass dieses Spiel eventuell sogar eine Vorgeschichte von dem ersten Teil ist. Ist halt nur so eine Vermutung, aber es könnte ja sein. Also, ja. Um uns von dem überzeugen zu lassen, starten wir durch. Let's go. So, und damit wir auch gleich durchstarten können, werde ich natürlich erstmal durch den Demo-Stuff durchsprinten. War ja natürlich klar, dass das erste Kapitel von dem Spiel der Demo-Inhalt ist. Dementsprechend müssen wir uns erstmal hier durchkämpfen. Da wir es aber schon gespielt haben, sollte es allerdings nicht so schnell, nicht so lange dauern. Also, sprinten wir mal kurz hier durch das Gameplay durch, während ich mir meine Snacks hier gönne. Wir schon alles gesehen. Wir wissen es halt nur zu den Charakteren jetzt halt mehr. Der Jäger hat wahrscheinlich, so wie ich den Entwickler kenne, keinen wirklich spezifischen Namen, war ja auch bei den
Charakteren in den Gegnern in Little Nightmares 1 so. Der einzige Gegner, der in Little Nightmares 1 einen Namen bekommen hat, war dieser Roger vom Anfang. Der Hausmeister. Der Rest hat keinen Namen bekommen, selbst der Endboss, diese Dame da, hat heißt einfach die Dame. Bisschen lame, aber ja. Dumm gelaufen. Und ich bin mir sicher, hier wird es wieder genauso sein. Vielleicht hat der Jäger einen Namen bekommen, ich weiß es nicht. Wir werden es bestimmt im Laufe des Spiels erfahren. Zusammen hatte Roger den Namen auch nicht im Game erfahren. Also, ja, im Übrigen, man kann nicht in diesem Event hier ausweichen, indem man einfach über das Seil überspringt. Das habe ich nur in der Demo leider nicht geblickt. Sorry, hab das nicht gesehen. Aber ja, im Prinzip hätte ich einfach nur über das Seil rüberspringen können. Hätte ich das Event umgehen können. So, gibt mir ein bisschen Mühe, genau. Aber es wäre mal interessant zu wissen, dass wir tatsächlich einen Jungen spielen. Ich musste ja in der Demo schätzen. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr sicher, was ich geschätzt habe. Ich glaube, ich habe geschätzt, dass es beides Jungen sind. Aber nein. Mono ist ein Junge und Six ist das Mädchen aus dem ersten Teil. Interessant zu wissen. Aber wie gesagt, ich komme von der Theorie nicht weg, dass dieses Spiel Vorgeschichte von dem zweiten Teil ist. Von dem ersten Teil ist. Sorry. Bin ich schnell genug? Ja, ich bin schnell genug. Okay. Die Demo habe ich ja gefailt, weil ich einfach nicht schnell genug war. Das kann ich jetzt zum Glück ändern. Jetzt wissen wir, wo ich lang muss. Also einfach hier hoch. Jetzt in der ersten Folge, also in dem Demo-Stuff werde ich ja noch alles wissen. Werden auch schnell genug, so schnell es geht, in den neuen Teil kommen. Na komm, dreh, komm. Drehen. Okay. Ein bisschen schwieriger als es aussah. So, hier rüber. Ich kann mir sogar nur noch teilweise an das aus der Demo erinnern. Also hier. Ah, ja, hier, warte. Da wurde ich auch lange getrollt. Habe ich auch lange nicht gecheckt. Einfach, wenn ihr es sehen wollt, einfach die, wie gesagt, in das Video-Demo reinschauen, wie ich darum gefailt habe. Beziehungsweise, ich habe es ja gecuttet, also geschnitten. Aber ja, bei dem Teil hier habe ich auch gehangen. Wusste ich nicht, wo es weiterging, aber ich hätte im Prinzip einfach nur... Ich bin letztendlich drauf gekommen auf das Seil. Ich habe gedacht, dass ich mich da runter abseilen kann. Aber letztendlich war da einfach eine Kiste, die mich abfängt. Boah, geht auch. Okay, warte. Ach hier, das ist das, Nein, du sollst da noch nicht hoch. Du sollst erstmal den Schuh mitnehmen. Genau. Bist du schon aus? Nein. Ich muss erstmal noch weiter näher rangehen. Hier ist das Netz, genau. Bin ich auch schon einmal gestorben? Oh. Oh, das ist nicht dein Ernst. Das ist ja genau wie in der Demo, ey. Habe ich auch erstmal gefailt. So, schmeißen da hoch. Bitte nicht zu weit, damit er nicht, damit ich nicht jetzt auch noch ins Netz falle. Das ist dein Ernst. Hallo, aber eine Demo hat es auch nicht so gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, was es soll. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter zurück, damit es ausgelöst wird. Eventuell so. Ey, was ist das? Hallo. Das ist mein letzter Schuh. Stell mich gleich mal beschissener an als in der Demo. Komm jetzt. Noch weiter zurück. So. Das ist nicht wahr, ne? Okay, lol. Ich muss das auslösen. Guck mal, ich muss das auslösen. Sonst kommt das Holz da nicht runter. Sonst kommt der Baumstamm da nicht runter. Hallo. Dammit. Jetzt. Boah. Junge, muss man ja genau zielen können, ey. Das kann ich leider nicht. Okay, gut. Aber da kommt da auch nicht was auf uns zu, ne? Erstmal müssen wir ins Haus rein. Was kommt jetzt hier? Ah, die Bären fallen, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon. Bären fallen. Hier sieht man sie ja noch. Ah ja, jetzt kommt das. Wie schon gesagt, ich versuche es so schnell wie möglich durchzukriegen, damit wir ganz schnell den neuen Content sehen. Bam. Nettes Rätselchen, aber kenne ich schon. Ich will den neuen Content sehen. Deshalb werde ich mir Mühe geben, so schnell wie möglich hier durchzukommen. So, dann müssen wir jetzt hier einfach random hier auf den Boden schlagen. Schlagen, B, sorry.
Hier, da ist einer. Genau. Wenn alle ausgelöst, zumindest alle, die hier in der Nähe sind, hier rüberspringen. Und jetzt haben wir ein paar Tanzapfen, mit denen wir die restlichen Fallen auslösen können. Ja, du kannst auch alle reinrollen. Das funktioniert aber, wie du siehst, eher weniger. Ah, ich dachte kurz, selbst das funktioniert nicht, aber doch, hat geklappt. Wir haben hier einige ordentlich Munition da, damit wir ordentlich werfen können. Gehört alles diesem Jäger, ne? Ja, hat er nicht sogar mal in der Demo... Nee, hat er nicht, ne? So viel Gameplay gab's mit dem Jäger nicht. Hast du nur gehabt, dass er mal mit Bärenfallen nach mir geschmissen hat. Aber nee, das war Little Nightmares 1 mit den Flaschen. Mit den Köchen, die haben mit Flaschen nach mir geworfen. Habe ich etwas ein bisschen verwechselt. Das Let's Play, das Longplay zum ersten Teil kam ja nach der Demo. Vom zweiten. Schon ein bisschen länger her. Aber nee, mit dem Jäger, das war nur das mit der Szene mit dem Gewehr, ne? Aber auch schon krass. Ich fand die Szene echt top. Auch wenn sich das Gameplay jetzt komplett auf Horror setzt. Das müssen wir auch noch bedenken, ne? Der erste Teil war ja nur teilweise Horror. War ja so ein USK 12 Horror-Game. Das hier ist jetzt aber, wie man auch schon im eShop gesehen hat, ein USK 16 Game. Also das basiert sich jetzt mehr auf Horror. Also hier können wir uns schon mehr auf Horror freuen. Erstmal hier schon mal das schöne Resident Evil 7, die Resident Evil 7 Küche. Sorgt auf jeden Fall für Resident Evil 7 Flashbacks. Danke auf jeden Fall dafür. Sorgt auf jeden Fall für eine geile Atmosphäre. Hat der Resident Evil 7 auch geschafft. Und hoffen wir mal, dass dieses Spiel auch schafft. Apropos, stimmt. Hier ist erstens der erste Hut, den wir freischalten können. Allerdings möchte ich auch sehr gerne den Hut sehen, den ich freigeschaltet habe. Was anscheinend der ist. Also den haben wir gerade eben bekommen und das ist anscheinend der, den ich für die Vorbestellung bekommen habe. Ja. Hammer. Was? Was? Bin ich Pinocchio oder? Pinocchio ohne lange Nase wahrscheinlich. LOL. Ja gut, ob sich das für die Vorbestellung gelohnt hat, ich weiß ja nicht. Aber gut, es ist besser als nix, sag ich mal so. Es war ja eigentlich erstmal, habe ich erstmal so gesehen, dass es nix dafür gibt, aber gibt's ja auch meistens nicht. Aber ja, das ist wirklich, es ist besser als nix. Ich beschwere mich mal nicht. Was kommt? Was kommt hier? Six. Diese Spieluhr spielt. Ich muss kurz einen Cut machen muss. Entschuldigung, aber ich muss einen kurzen Cut machen. So, kann man weitergehen. Oh Mann, das Spiel ist so schon gruselig. Da muss ich gleich mal in Eiling. Ey, ist ja unglaublich. Natürlich nicht. Aber hoffen wir mal, dass es irgendwann so ist. Also, dass das Spiel gruseliger wird. Die hat sich jetzt auf Horror spezialisiert. Ja gut, okay. Genug palabert. Wir brauchen die Axt von hier oben. Kannst du... Achso, ja doch. Okay. Das ist kurz, dass wir hier von da links kommen müssen. Aber die passt alles. Hoffen wir einfach mal, dass es diesmal nicht passiert, dass die Axt in das Holz backt. Beziehungsweise das Problem war einfach, dass ich die Axt losgelassen habe. Ich darf die Axt halt einfach nicht loslassen, weil siehst du hier. Hab die Axt halt auszusehen losgelassen und die ist dann ins Holz gebackt. Und ja, das war mein Fehler. Sonst würde das nicht passieren. Die Charaktere auch so, sag ich mal, merkwürdig aussehen, weil vor allem man erkennt Six gar nicht mehr wieder. Klar, im ersten Teil hat man von Six nicht so nicht viel gesehen, außer dass sie barfuß gegangen ist und halt diese Regenjacke anhatte. Mehr hat man davon hier eigentlich auch nicht gesehen.
Sollte auch so sein. Aber ja. Kennt man kaum wieder, ey, ganz ehrlich. Aber wir wissen ja, die Kapuze bekommst du anscheinend in diesem Spiel, also diese Regenjacke. Weshalb ich ja glaube, dass das die Vorgeschichte davon ist. Oh ja, grüßt euch. Euch noch ein ja, Prost Mahlzeit. Die Herren und Damen. Ich habe aber gerade Besseres zu tun, nämlich hier zu entkommen. Ja, und du musst mir dabei helfen. Oder ich helfe dir. Wir helfen uns gegenseitig, so. Fertig. Punkt. Ja, ich komme ja schon. Ja. Hüpf. Achso, ZR. Entschuldigung. Zack. Und fertig. Alter, du noch an. Jetzt. Waren die Geräusche schon in der Demo? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na, lol, was war das? Ach, ich hab Entschuldigung, ich hab losgelassen. Ups. Sorry. Six, geh hoch. Ja, weiter hoch. Oh Mann. So, okay. Dann drüber. Ah, nee, ich will drüber. Verschieben, komm. Six, hilf mir mal. Was ich auf jeden Fall sehr hoffe, ist, dass nicht schon wieder das Spiel abstürzt. Wisst ihr, in der Demo, da ist einfach das Spiel hier bei oben, als wir den Schlüssel uns geholt haben, einfach abgestürzt. Das war auch ein richtiger Epic Fail. Aber erstmal müssen wir uns diese Kurbel holen. Da hilft uns auch wieder Six dabei. Können wir auch nur alleine machen, indem wir rübergehen. Diese Maske sieht so lol aus, ganz ehrlich. Ja, gute Dame, ich brauche mal kurz ihre Kurbel. Ja, ihren Arm eher weniger, aber ist okay, gut. Sorry. Sollten mal zum Arzt gehen, vielleicht. Würde ich Ihnen zumindest empfehlen. Aber gut. Das scheint eh alles erstmal Puppen zu sein. Unser erster Gegner, der kommt demnächst erst. Und der denkt auch mit. Kann man das Spiel überhaupt zu zweit spielen? Ich hab da auch schon welche gesehen, dass man das zu zweit spielen kann. Gibt ja auch schon welche, die das Spiel jetzt vor Release schon spielen konnten. Und ja, ich glaube, das Game kann man sogar zu zweit spielen. Ich glaube sogar auch die Demo konnte man schon zu zweit spielen. Bin ich mir aber nicht sicher. Hab das nur so mal gesehen. Wäre aber auf jeden Fall mega nice. Und auch eigentlich sogar mega gute Idee, weil man jetzt ja schon zwei Charaktere hat. Also, warum nicht? Und, also hier, ja. Schublade rausziehen. Und nein, das Spiel ist nicht abgestürzt. Eventuell, entweder haben sie diesen Bug aus der Demo entfernt, also lösen können, oder ich hatte einfach nur extrem Pech. Und es tritt, also ich hatte extrem Pech, indem es, obwohl dieser Bug eigentlich nur selten auftaucht. Das kann natürlich auch sein. Weil wirklich, es ist mir noch nie bei einem Switch-Game passiert, dass die Konsole während eines Games abgestürzt. Ich hatte noch nie diese Fehlermeldung, noch nie. Hab's ja schon gesehen, dass es die einen oder anderen gibt, die das schon mal hatten. Bei irgendwelchen größeren Spielen so, die ich nicht spiele. So, zum Beispiel ist ein Beispiel hier, Five Nights at Freddy's Help Wanted, da habe ich schon bis öfter hin und wieder auch mal welche gesehen, wo das passiert ist. Also halt bei größeren Spielen, so aufwendigeren Spielen. Aber sonst, ich persönlich hatte dieses Problem noch nie. Ganz ehrlich. Okay, müssen wir wieder verschieben. Muss ich auch kurz überlegen, bis ich es gecheckt habe. Ach, dass ich irgendwie über die... Ach nee, weiter geht's nicht, okay. Dass ich über die Kisten hier oben, hier an der Wand hier dahin muss, aber nee. Passt alles. Okay. Ah, jetzt wird's ernst. Da ist er. Was macht er da eigentlich? Das
Zieht er dem diesem Tier da das Fell ab oder was macht er da? Ich glaube, der bastelt sich da gerade seine Trophäen. Kann das sein? Und den ganzen Mist Fell. Oh lol. Aber mein Fell wirst du nicht an deiner Wand sehen. Zu habe ich nicht mehr Fell. Also was soll das für ein Blödsinn? So, hier wieder verstecken hinter. Na, komm, schieß. So. Jetzt in die Höhle. Damit er nicht länger nervt. Ist auch gleich vorbei, der Content aus der Demo. Sind da gleich durch. Aber ich bin mir sicher, wir werden ihn nicht das letzte Mal gesehen in der Vollversion. Der wird uns bestimmt noch ein bisschen länger begleiten. Ich bin auch mega gespannt, wo uns das Spiel überall hinführen wird. Man hat schon einiges gesehen aus den Trailern. Was man am meisten gesehen hat, war so eine Schule. Also gesehen von einer richtig creepy Lehrerin. Mit dem Ruler da. Hier wie à la Baldi. Da bin ich besonders gespannt, wie das sein wird. Ducken, ducken, ducken. Und dieses Rätsel hat mich so lange aufgehalten, das ist unglaublich. Sind nicht mehr feierbar hier. Ja, geh mal weiter, du Vollidiot. Mit deinem ollen Sack über den Kopf. Ich habe aber meine Tüte wenigstens abgenommen. Aber der trägt immer noch seinen Sack. Und zudem trägt er auch noch eine Mütze auf dem Sack obendrauf. Lol. Und das Einzige, was er hat, ist so ein olles Guckloch da. Was zum Teufel? Okay. Der auch so blöd ist, ey. Ja, komm, schnell. Hab es geschafft? Ist es dein Ernst? Ist es dein verdammter Ernst? Okay, das war etwas knapp, aber es hat geklappt. Aber ich bin noch drin gewesen. Was ist das für ein Scheiß? In letzter Sekunde hat er mich noch erschossen. Was ist das für ein Blödsinn? Oder hat er da Six erschossen? Das könnte natürlich auch Sinn ergeben. Aber ich bin auch hingefallen. Habt ihr das gesehen? Allem Anschein hat er mich erschossen. Wie auch immer er das gemacht hat. Na gut, dann warte ich hier noch ein bisschen. Und auf den letzten Grashalm hier noch. Warte hier. Wie er mich auch immer hier nicht sehen kann, ist mir auch ein Rätsel. Komm, runter jetzt! Okay, ja, jetzt haben wir es geschafft. Lol. Der schießt ja immer noch, alles klar. Nicht deine Muni verschwenden, Brudi. Was soll denn das? Okay, also hier wäre jetzt eigentlich die Message gekommen, dass wir die Demo durchgespielt haben. Und ja, jetzt ist es wieder komplett blind. Jetzt wird's interessant. Wo geht es weiter? Wahrscheinlich weiter in dem Wald. Und wir werden wahrscheinlich noch mehr Content mit diesem Jäger haben. Ach, natürlich. Mir kommt es jetzt so vor, dass es gleich weitergeht. Oder? Was ist das hier? Folgt er mich weiterhin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ab jetzt ist blind. Was geht denn hier ab? Warte, ich brauche doch hier auch Six Hilfe, oder? Was schlägst du vor? Hm? Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Hallo? Hallo? Ich springe jetzt. Ja, war auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Definitiv. Okay. Okay, Ladezeiten haben sie wenigstens beibehalten. Also während dem Sequenzen und so habe ich gesehen, hatte die Ladesequenz ganz schön lange gedauert, als das Spiel gestartet ist.
Aber wie ist es bei den Toten? Die waren ja im ersten Teil wirklich schrecklich. Also wirklich richtig schrecklich. Ja, was schlägst du denn vor? Was hockst du dich da so hin? Six, gib mir einen Hinweis. Mach dich nützlich. Warte, warte, warte. Ah, ja, okay. Hab schon. Es ging sogar einigermaßen schnell. Okay, jetzt ziehe ich das lang. Dann hüpfst du rüber. Genau. Und dann rufen. Okay, ah, ja, okay, warte. Ja. Okay, jetzt hat das Rufen das erste Mal seinen Sinn gehabt. Das ging ja in der Demo. War in der Demo nicht, wurde in der Demo nicht benötigt, aber jetzt haben wir es das erste Mal gebraucht. Okay, da oben kann man bestimmt hochklettern, aber ich will noch wissen, was hier ist. Oh lol. Dann ist wieder der Jäger. Ja. Okay. Hallo. 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 Kommst du? Komm. Was? Hallo. Fuck you, Alter. Ich gehe jetzt zurück. Ich will jetzt da gucken, was da oben ist. Wenn es da wirklich jetzt weitergeht, dann will ich wissen, was hier oben ist. Vielleicht ist der erste sammelbare Gegenstand. Oder einen dieser Mützchen. Die gibt es ja anscheinend zu sammeln. Yay, ich sehe es sogar, glaube ich schon. Da ist so eine. So ein Feuerwehrhelm. Aber wie kriege ich denn da raus? Okay. Ah, okay. Ich werde wahrscheinlich eh nicht alle Helme finden, aber wir werden mal gucken, was wir so finden. Komm, nimm ihn mit. Was ist denn das? Zeig mal her kurz. Wir gucken uns das natürlich an. Ja, ist so ein Feuerwehrmann-Helm. Okay, gut. Ich behalte mal das, den Holzkopf. Ich behalte mal den Holzkopf. Den zur Vorbestellung dazu gab. Okay, ja gut, jetzt guckt er sich da hinten um. Oh lol. Scheiße, scheiße. Okay, hoch, 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 er muss nachladen. Jetzt habe ich hier noch einen Schutz, komm, schieß. Oh lol. Es ist also egal, ob ich mich entdecken lasse oder nicht. Okay, hier oben erwischt er mich nicht mehr. Ja, ich komme, warte. Okay, der hat mich erwischt. Der Scare hat mich erwischt. Nein! Aber es war so klar, dass wir noch nicht mit dem fertig sind. Shoot! Ja, er schießt ja auf mich, alles klar. Nein! Lass los, ist alles okay. Es sei denn, du stirbst am Fallschaden. Hier runter, 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 runter. Huch, aber nicht im Modder versinken. Boah, Bruder. Aber man kann wieder so eine schöne. Gut bewegen. Ja, okay, gut. Im ersten Teil konnte man sie noch besser bewegen, die Kamera. Damit man alles im Blick hat. Aber im ersten Teil war die irgendwie noch ein bisschen besser. Da konnte man sich noch weiter ausdehnen. Aber hier ist auch eigentlich auch ganz okay. Ich kann mich im Modder versinken lassen. Kann ich da auch ersaufen? Ich glaube ja. Ja. Ich glaube, irgendwann ersaufe ich da unten. Würde zumindest Sinn ergeben. Komm mal hoch. Kletter hoch. Hallo? Okay. Kannst du. Hallo? Komm. Ich komme nicht raus. Ah, warte. Ach nee, ducken. Im Modder kurz versinken. Alles klar. Kann ich hier unten lang? Jetzt geht's gleich weiter hier. Okay, jetzt verstecken. Bleibst du bitte hier? Hallo. Komm her. Hallo. Okay. Aber immerhin zeigt sie mir, wie es geht. Okay, ja, es kann.
Okay. 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 Er hat mich aus irgendeinem Grund aus den Augen verloren. Ich weiß nicht wieso, aber er war zu blöd. Gut. Nimm ich an. Was darf ich hier jetzt machen? Darf ich das Ding verschieben? Ja, das wird er definitiv merken. Hallo? Wir machen das doch schon zu zweit. Es gibt nicht drei Charaktere. Entschuldigung, aber wir können nur zu zweit sein. Ja gut, dann geht das anscheinend. Dann geht das anscheinend wirklich nicht, oder? Es geht jetzt Six auch noch freiwillig dahin. Also anscheinend hat es wirklich da was damit zu tun. Ja, komm! Wir haben es doch gerade eben schon probiert. Und es geht nicht. Oh lol. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt ging. Unten. Na toll. Na, ganz toll. Aber gut, das Spiel ist da zum Failen. Sonst würde es ja keinen Spaß machen. Hallo? Warum geht das nicht? Manchmal klappt's und manchmal nicht. Ich weiß nicht warum. Weiß nicht, was es werden soll. Oh, wieder hoch. Damit ich nicht ersaufe. Oder was auch immer da passiert. Komm hoch hier. Hier sollte er mich nicht sehen können. Boah, Alter. Ich würde aber echt interessieren, wie lange wir den jetzt als Gegner haben. Roger hat man ja schon eine Weile gehabt. Aber es ist ja auch noch eine große Frage, wie lang das Spiel insgesamt ist, ne? Steht ja auch nicht ganz fest. Little Nightmares, wenn man den ersten Teil kennt, dann geht es ja so 2 Stunden. So ging auch unser Longplay. Aber, oh Scheiße. Ich muss mich wieder hier verstecken, warte. Ich muss mich wieder hier verstecken. Komm mal her hier. Komm, komm, Hände. Hallo. Okay, jetzt geht's. Okay. Diesmal bringt das Verstecken nichts. Gut zu wissen. Okay, dafür sind auch wieder die Kisten da. Ja, komm, schieß. Boah, diesmal braucht er auch viel länger, um nachzuladen. Lol. Das ist ein Opfer. Komm schnell rein hier. Mach zu. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Wir haben eine eigene Schrotflinte. Nice. Kill him. Kill him. Yeah. Abschuss. Bam. Du Sau. Du wirst keine Tiere mehr an deiner Wand hängen. Damit wir uns verstanden haben. Das ging schnell. Das ging bei weitem schneller, als ich dachte. Mhm. Ja. Rein, raus hier. Was kommt als nächstes? Nach dem Wald. Kommt jetzt die Schule oder wie? Ich bin gespannt. Das ist hier so ein. Das können wir so als Floß nutzen. Das ist so eine Tür, ne? Ja, das ist eine Tür. Oh, ey, ich helfe dir. Ja, ja, hab's schon verstanden. Hab schon verstanden. Schaffst du nicht alleine? Na, dann machen wir. Komm. So, und jetzt schnell rauf. Hopp. So. Ja, das ist auch meine erste Floßfahrt auf einer Tür. Nicht schlecht. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich würde ein Schlauchboot schon eher bevorziehen. Vor allem, dass das Ding halb versinkt. Lol. Aber jetzt ist wieder so ein Kapitelwechsel. Der erste Teil bestand ja auch aus 5 Kapiteln. Und ja. Bin gespannt, aus wie vielen Kapiteln der zweite besteht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der bestimmt länger sein wird als der erste. Was mich natürlich freut. Aber so was die Trailer gezeigt haben, das wird geil.
Das sag ich auch. Auch wenn das Spiel erst recht jetzt sich auf Horror konzentriert. Ja, das wird supi. Wie gesagt, deshalb wollte ich es auch eigentlich um 0 Uhr spielen, weil es halt so ein Horror-Game halt perfekt für so 0 Uhr Sessions sind. Aber da Nintendo leider nicht gegönnt hat, mussten wir uns bis bis jetzt abends gedulden. Ist leider so. Aber Mario 3D World, da brauchen wir es auch gar nicht erst probieren. Das habe ich ja mit Amazon vorbestellt. Das bekomme ich physisch. Das wird dann bestimmt auch erst am Abend oder so kommen. Kommt noch darauf an, wann ich es schaffe. Und wann ich Feierabend habe. Ich habe ja sonst eigentlich freitags immer früher Feierabend. Also ja, kommt halt darauf an, wann Amazon oder bisher DHL sich halt denkt, sich das zu liefern. Meistens so frühen Nachmittag so, und dann bin ich bestimmt auch schon von der Arbeit zurück, so circa. Wir gucken mal, ne? Wann es mit Mario 3D World losgeht. Okay. Das ist diese Stadt aus dem Titlescreen. Das erklärt schon mal den Titlescreen. Wir sind jetzt aus dem Wald raus und kommen jetzt in diese gestörte Stadt, wo jetzt anscheinend diese ganzen Wesen wohnen, sage ich jetzt mal, die uns töten wollen. Und wahrscheinlich auch zu denen gehören, die uns im ersten Teil töten. Kann es sein? Inhalt der festen Schlossenheit, dass es Vorgeschichte ist. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt. Jetzt haben sie inzwischen auch langsam mal alle verstanden. Wir werden gucken und schauen, was passiert. Aber jetzt kommen wir erstmal richtig in die Stadt rein. Kommst du mit Sex oder hast du... Ah, doch, jetzt. Okay. Was ist das hier? Das ist dieser Strand. Okay. Das soll ja auch was mit diesen Fernsehern hier sein, dass wir irgendwie mit ihnen reisen können, so wie ich das gesehen habe. Ich habe es auch nicht so ganz aus dem Trailer verstanden, aber ja, irgendwie haben das hatten diese Fernseher eine besondere Bedeutung. Haben wir auch am Anfang des Spiels gesehen, da sind wir auch irgendwie aus dem Fernseher gekommen oder so. Weiß es nicht. Wer bist du eigentlich? Lol. Er hat doch irgendwie so rumgezuckt. Macht auch schon mal so einen creepy Eindruck. Was ist denn hier hinten? Also, soll ich jetzt zum Fernseher hin oder nicht? Ich sehe auch relativ wenig, da Kamera etwas zu weit außen ist. Oder soll ich hier rüber? Hallo, Spiele, wo soll ich hin? Nee, ich backe durch das Ding durch. Okay, das soll eigentlich anscheinend nichts sein. Aber es gibt doch hier bestimmt irgendwo ein Secret oder so, oder? Da oben hängt auch irgendwas, irgendwie... eine Hose, ein Shirt. Ich glaube, ein Shirt ist das. Ein Pullover oder so. Da wurde einfach auf der Stromleitung aufgehangen. Ja gut, so kann man es natürlich auch machen, ne? So kann man seine Kleidung natürlich auch trocknen, ne? Einfach mal auf der Stromleitung da oben aufhängen. Empfehle ich nicht sonderlich, weil es wieder schwer bekommt, das Ding wieder runterzukriegen. Aber gut. Die haben sich bestimmt schon was dabei gedacht. Und soll ich doch nicht zum Fernsehen? Weil ich glaube, hier geht's weiter. Ich glaube, der Fernseher ist einfach random hier. Na gut. Dann halt nicht. Ich dachte, es kommt das erst mit diesem Fernseher, aber nee, noch nicht. Wir gehen erstmal in die Stadt rein und lassen uns überraschen. Wahrscheinlich kommt das Schulsetting auch erst später. Aber auf das bin ich schon ziemlich gehypt. Erst recht auf diese Lehrerin, Alter. Holy shit. Oh lol. Ja, da sind gleich die nächsten Kandidaten, die ihre. Was ist das? Ihre Kleidung wieder hier oben auf dem Fernseher aufhängen. Ja, so kann man es natürlich auch machen, sage ich ja. Alles ist möglich. Oh Mann. Was ist das? Das ist so ein Gesamtanzug oder was ist das? Da ist das Pullover und Hose in einem. Oder sind die einfach... Ach, ich frage nicht länger nach. Es sieht auf jeden Fall sehr komisch aus, wie da oben die ganzen Fernseher aufgehängt wurden. Und dann nur noch, dass die Kleidung da oben noch dran hängt. Ist etwas merkwürdig. Wie diese ganze Stadt. Guckt euch das mal an. Was ist das hier? Sieht eher verlassen aus, aber gut. Habe ich auch eigentlich keine Lust, mit dem Bekanntschaft zu machen, ne? Wenn ich mir das so angucke.
Wenn es wirklich vor allem diese Viecher sind, die wir im ersten Teil begegnen. Guckt euch das an. Was ist denn hier los? Hier hängt überall Kleidung. Fast wie in einer Geisterstadt. Ja, es ist auch schon gruselig genug ohne die ganzen Typen hier. Wo soll ich eigentlich hin? Soll ich jetzt so da hinten hin? Warte mal, ich drehe mal kurz um. Das muss ich kurz ausprobieren. Komm mal nochmal durch hier, Six. Komm, wir wollen uns hier ein bisschen umgucken. Gibt's auch gleich so einen Hut oder so? Kann ich hier hoch vielleicht? Nein, die Schuhe will ich eigentlich nicht, nee. Das, darum bin ich eigentlich nicht interessiert. Ich bin eigentlich nur an Hüte interessiert. Hier zum Beispiel den da. Kann ich da hoch? Six, kannst du mir kurz helfen, hier hoch? Komm her, hier. Hallo, du sollst, mir helfen, da hochzukommen. Oh, ach nee, ich komme schon alleine hoch. Okay. Komm hoch, Ja, du bist blöd. Ja gut, dann gönne ich mir halt diesen Detektivhut halt nicht. Gut, wenn das Spiel nicht gönnt, dann mache ich es halt nicht. Ich will jetzt mal wissen, ob es da hinten weitergeht. Es gibt, ist zwar manchmal so ein Hintergrund, wo wir nicht hingehen können. War ja auch schon im Wald der Fall. Also eventuell werde ich gleich von einer unsichtbaren Wand begrüßt. Aber ich will halt schon bestätigt werden. Ja, oder einfach die halbe Straße fehlt. Ja gut, okay. Das kann natürlich auch passieren. Ja gut. Was ist besser als eine unsichtbare Wand? Genau, eine halb fehlende Straße. Pff, nicht schlecht. Danke auf jeden Fall für diese wunderbare Straße, Entwickler. Vor allem, die sah von hier aus gar nicht mal so abgekartet aus. Seht ihr das? Sieht hier noch ganz normal aus. Und wenn du dann da hingehst, siehst du dann, oh ja, die ist, ja, die fehlt zur Hälfte. Pff, fail. Na gut, dann gehe ich halt hier mal kurz nochmal durch die Kneipe durch. Die leere, wohlbemerkt, die leere Kneipe. Wo auch schon lange nicht mehr Geschirr gespült wurde, weil da alles hinten rum liegt. Aber gut, das soll ja nicht mein Problem sein. Ich will ja eigentlich nur entkommen oder wo, was auch immer das Ziel dieses Spiels ist. Ich weiß es ja nicht, was wir überhaupt unser Ziel haben. Auf jeden Fall durch diese Stadt hier entkommen. Fertig. Eventuell werden wir auch erst später hier mehr zu der Story erfahren. Ja, was ist jetzt aber mit Six? Ja, ich schaffe es auch bei so einem dummen Abgrund runterzufallen. Kriege ich alles hin. Bei meinem Let's Play seht ihr alles. Sogar sowas. So ein Blödsinn. Ach so, jetzt sehe ich es auch gerade. Es ist einfach nur so ein Haken. Erhängen möchte ich mich noch nicht. Also, ja. Fällt die Option gleich raus. So, wo soll ich denn jetzt hin? Muss ich nicht irgendwie Six wieder hier rüberkommen? Irgendwie muss es doch gehen. Ist doch safe. Oder soll ich da oben dran ziehen? Warte, ich weiß. Ich muss an dem, soll mich zwar nicht erhängen, aber ich muss daran ziehen, ne? Oder auch nicht? Ich glaube wohl nicht, dass sie da rüberkommt, oder? Hey, ja, sie ruft mich, aber ich komm leider nicht mehr rüber. Beziehungsweise mehr, viele Optionen habe ich jetzt auch nicht, weil... Ihr seht das zufälligerweise, dass ich da auch nicht mehr rüberkomme. Also habe ich entweder ein bisschen Scheiße gebaut oder ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich hole noch ein bisschen mehr Schwung. Vielleicht komme ich ja... Ah, okay, nee. Ich muss einfach nur... Ah, ja. Ich muss den Fernseher runterstoßen. Na gut, okay. Bislang kriege ich die Rätsel noch hin. Aber mal schauen, wie lange das noch klappt. Ui. Ja. Warte, ich suche dir einen Weg. Den muss ich wahrscheinlich runterschieben. Pass auf, Fernseher. Oh, lol. Das war etwas zu weit hoch, aber Six wird sich schon ihren Weg suchen. Irgendwie wird sie schon weiterkommen. Vor allem auch ich. Warte mal, ich will aber hier schon mich umschauen, nicht? Wenn ich so einen Speedrun draus machen, wie in Little Nightmares 1. Eigentlich war das auch nicht so wirklich so ein Speedrun, aber ja... Wollte schon in einer einigermaßen guten Zeit das Spiel durchspielen. Und ja, das haben wir ja in 2 Stunden geschafft. Aber ja, hier möchte ich eigentlich schon, da ist ein Blind Display, will ich eigentlich schon... oh nein, ich darf da schon wieder rüber. Nein! Ja, das hat richtig gut geklappt. Perfekt. Da das hier Blind Let's Play ist, will ich eigentlich schon mich sehr gut umschauen und einige dieser Hüte finden oder was man sonst noch alles sammeln kann. Ich sehe nichts. Vielen Dank für diese wunderschöne Kameraperspektive. Fantastisch. Obwohl ich die Kamera eigentlich in dem Game ziemlich gut finde, weil sie halt so sich so gut bewegen lässt. Auch wenn es im ersten Teil besser war.
Aber ja, gut. Ah, jetzt ist die Kamera wieder zurück. Sie ist wieder back in business, würde ich mal sagen. So. Wo darf ich jetzt lang? Darf ich jetzt hier weiter oder geht es da lang? Das Spiel ist mal wieder komplett übersichtlich und ja, halb blind, dass ich wieder keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Was ist denn mit diesen? Was ist denn mit denen los? Oder sind das die neuen sammelbaren Gegenstände? Im ersten Teil gab es ja auch diese Damenpuppen, die man sammeln konnte. Beziehungsweise zerstören konnte. Und eventuell ist das der Ersatz, kann es sein. Ich muss jetzt diese Kinder finden. Die dann aber aus unerklärlichen Gründen verschwinden. Aber ich würde mal sagen, das ist so der Ersatz von den Damenfiguren aus Little Nightmares 1. Würde ich jetzt mal schätzen. Ist auch wieder cool, dass es hier wieder was zu sammeln gibt. Oh Leute. Okay, man sieht, das ist anscheinend wirklich so ein zusammengepflicktes Outfit. Hose und langes Shirt. Gut, von mir aus. Soll ich mich nicht stören, solange ich es nicht tragen muss. Okay, jetzt geht's anscheinend los. The fuck? Hallo? Was ist denn das hier? Hallo? Okay, jetzt geht's langsam, fängt langsam an, merkwürdig zu werden. Was? Benutzt zum Einstellen der Sendung L. Geht nicht. Ah. Irgendwas mache ich im Fernseher. Aber ich weiß nicht, was ich da mache. Das ist irgendwie so ein Gang, den ich bewegen kann. What the... The fuck? Ey, lol, das ist dieser Gang aus dem Intro. Seht ihr das? Ja, tatsächlich. Ja, das ist der Gang aus dem Intro. Was zum Teufel? Okay. Tolle Fernsehsendung. Definitiv besser als RTL. Lol, was geht denn da ab? Was ist denn hier los? Mann. Selbst die Sendungen sind beschissen. Mann. Gibt's überhaupt irgendwas Geiles, was Spaß macht? Komm, geh hier hoch, komm. Böden sind auch ausgefallen. Wow, epic fail. Oh man, das gibt ja alles irgendwie mega viele Flashbacks an den ersten Teil. Warum auch immer. Wo sind die ganzen Leute? In den Trailer hat man Leute gesehen. Aber bislang sehe ich davon nichts. Oder geht's jetzt... Oh, da ist ein Spielplatz. Geht's jetzt in die Schule? Ja, aber nicht in die Schule. Kein Bock. Ich hab mal jetzt 10 Jahre Schulpflicht hinter mich. Kein Bock mehr. Oh man. Aber ich muss anscheinend. Doof. Muss ich die ganzen Hausaufgaben ertragen, Mensch. Hab ich ja mal instant kein Bock mehr. Na naja, gut, das Spiel zwingt mich dazu. Und wie schon gesagt, ich bin ja ganz ehrlich echt gehypt auf die Schule. Was habe ich? Ja, jetzt geht's in die Schule rein, okay. I'm so excited. Kann glatt nicht mehr aufhören. So excited bin ich. Ja, Mono ist auch richtig excited, wie er da an dem Reifen hängt. Ist auch richtig amazing. Was ist denn hier hinten? Hier hängt irgendwie ein Rucksack? Schulrucksack? Oh, warte, ist so ein Auge. Wie das Auge von den Speicher-Szenen. Warum setzt sich Six hin? Kann ich mich auch hinsetzen? Hallo?
Kann ich mich jetzt so hier groungen? Weil es ging in Mario Odyssey, da konnte man sich auch so in der Stadt auf der Bank setzen, indem man sich duckte. Kommt man mit so einem Typen reden, dafür gab es einen Mond. Ja, hier scheint es aber nicht zu gehen. Ich kann mich einfach auch nur hinknien, obwohl sich Six hinsetzen kann. Ist ja voll gemein. Ich darf mich nicht auf die Bank setzen. Komm mit, Six. Wir haben Besseres zu tun. Als hier die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen und zu faulenzen. Auf geht's in den Unterricht mit der creepy Lehrerin, die uns aller Baldi mit ihrem Ruler eine überpfeifen wird. Aber gut, wir gucken uns erstmal den Lernstoff an. Komm, wir widmen uns jetzt mal dem Ganzen. So. Oh, da ist sie sogar schon. Also ein Bild von ihr zumindest. Gefällt mir jetzt schon nicht. Okay. Wo sind denn hier verbrannt? Werden hier schon die ersten Kinder niedergebrannt? Wer weiß. Okay, aber es hat auch schon ein bisschen sowas von Nightmares 1. Oh, lol. Da gönnt euch mal die Bilder. Das sind wirklich 1A-Lehrer. Also, ich wünschte, ich hätte solche Lehrer in meiner Schule gehabt. Nicht. Okay. Komme ich jetzt eine gute Note? Hm? Der Groundschmeister ist am Start. Bekommt leider keine 1 heute. Mist. Aber was bringt das? Was soll das? Hallo. Ich will meine gute Note haben. Dreckslehrer. Ich gehe ja schon wieder. Auch wenn es mich schon ein bisschen verwirrt, warum da nichts passiert. Da kommt so ein Lichterschein, aber es passiert nichts. Wirklich erstaunlich. Doch hier hinten komme ich nicht weiter. Hm. Ja gut, dann halt nicht. So, was haben wir denn hier? Oh. Hier sind die Kinderbetten. Also in der Schule schlafen musste ich nicht. Also das Pech hatte ich nicht. Zum Glück. Aber die haben anscheinend diesen Pech. Oh Gott, das ist dieser Teddybär aus den Trailern. Kennt ihr den auch? Oder war es aus dem Trailer? Ich kann mich an so einen Teddybär erinnern. Was? Ja. Hui. Willst du mir das geben? Bitte? Gib es mir? Six gönnt nicht. Na, dann halt nicht. Hab's jetzt auch nicht unbedingt nötig. Ich würde jetzt nur sehr gerne wissen, wo es weitergeht. Muss ich irgendwas werfen? Hier liegen doch nicht umsonst die ganzen werfbaren Gegenstände. Mit solchen Teddybären abwerfen? Hui. Nee, eindeutig nicht. Gut. Kann ich diese Puppen auch aufnehmen? Nein, die sind außerhalb des Spiels. Gut. Verstanden. Aber was soll ich dann abwerfen? Soll ich das Fenster aufwerfen, damit ich da flüchten kann? Nein, hier ist wieder so ein Fernseher. Kann ich ihn anschalten? Damit wurde ich schon im Lindenheimers 1 getrollt, dass es da so einen Fernseher gab. Oh, ich kann wieder diesen Speed machen. Habt ihr das gesehen? Dass ich mich so hier rennen kann und dann hier so, bam. Epic. Gab's im ersten Teil auch schon. War sehr hilfreich. Aber nur das Problem, dass ich, letzte leider nicht weiß, was ich hier zu tun habe. Ich kann jetzt diesen Ball hier nehmen, der so im Lichterschein steht. Ja, ganz toll. Ein Riesenspaß für Groß und Klein. Und Viecher. Kann ich eventuell sogar mit dem Ball dieses Bild abwerfen? Das hat doch bestimmt irgendwas damit zu tun, oder? So, stehe ich mit dem Ball im Scheinwerferlicht. Ah, warte. Bam, yes, epic. Wusste ich doch, das hat damit was zu tun. Nein, diese Dose brauchst du nicht. Da ist sogar eine Flamme drauf, ist das... Ah, doch, jetzt komme ich hoch. War sogar eine Flamme drauf, eventuell... Ja, keine Ahnung, was es ist. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich die Schäm-Dich-Ecke. Und derjenige, wer auch immer hier war... Er war schon ganze 40 Mal hier. Epic Fail, auf jeden Fall.
passiert. Ah, hier. Lol. Boah, so ein Scheiß gab's in Little Nightmares 1 auch. So eine Falltür. Da war sie unter eine Kiste versteckt. Komm, komm, springen. Wir müssen beide gleichzeitig springen. Ja, okay. Das hat geklappt. Oder ein paar Mal einfach springen, dann ging es irgendwann. Aber gibt auch Sinn, wenn wir einfach beide gleichzeitig springen. Okay. 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 Ich weiß nicht, was passiert. Aber es löst auf jeden Fall eine Spannung aus, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann auch gerade nicht aufhören. Obwohl wir schon bei gleich einer Stunde sind, kann ich einfach nicht aufhören. Wo ich eigentlich immer wollte, dass es ein 3-4-Stunden-Video wird. Ja, ich kann nicht aufhören, sorry. Es ist zu gut. Und hier rein. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mich der zweite Teil so fesselt, dass ich tatsächlich das überziehe. Oh ja, diese Schächte aus dem ersten Teil. Epic. Fehlt eigentlich nur noch die Taschen, dieses Feuerzeug aus dem ersten Teil. Wir sollen ja auch später noch eine Taschenlampe kriegen, aber die haben wir jetzt anscheinend noch nicht. Okay. War das die Frau Lehrerin? Und habt ihr ihren Kopf gesehen? Ja, schön sie kennenzulernen, ne? Oder ist es sogar die Direktorin? Oh, lol. Das wird ja richtig geil. Oh, man. Bin aber auf jeden Fall gespannt, wie das hier ausgehen wird. Wie sie dieses Mal besiegen werden. Den einen, den Jäger, konnten wir erschießen. Und mal schauen, was wir mit ihr machen. Oder vielleicht töten wir sie sogar gar nicht. Weil die... Oh, Headshot. Weil die Köche mussten wir auch nicht töten. Mussten einfach nur flüchten. Und ja, der Headshot war mal richtig dämlich. Oh lol. Vor allem mit so einer ollen, mit so einem ollen Eimer. Oh man. Headshot, ey. Oh man. Das ist echt peinlich. Da war ein Kind schon wieder. Lol. Backst du dich auch wieder aus dem Spiel raus oder was soll das? Was wird denn das hier? Hm? Was ist denn das hier? Nichts. Erstaunlich. Okay. Och Leute, was soll denn das? Was soll denn diese Pranks? Guckt euch mal das an. Oh man, jetzt kommen sie mir auch noch mit Pfannen an. Ihr seid doch doof. Ist anscheinend doch keine... Wollt ihr mich langsam verarschen? Da klebt einfach an der Tür oben so, ist so ein Eimer. Ach, ihr wollt mich doch veräppeln. Anscheinend ist es keine Schule gegen Mobbing. Das ist schon echt scheiße. Oder hängt einer? Nee, das war einer, der mich angeguckt hat. Okay, es geht mit Spinden weiter. Aha, weiß ich Bescheid. Alter, das ist hier mal mega übel. Kann ich hier rein raunchen? Nee, hier bugge ich nur rum. Okay, dann lasse ich das mal lieber. Nicht, dass das Spiel schon wieder abstürzt. Vor lauter Power des Spiels. So, Six, kommst du auch wieder? Hallo? Okay. Ey! Das war... Es war so klar. Es war so klar! Damit hätte ich nicht gerechnet, was? Voll Idioten. Einmal kriegst du mich mit dem Scheiß, aber nicht noch einmal.
Dafür habe ich schon viel zu viel durchgemacht. Naja, um genau zu sein, eigentlich nicht. Aber egal. Zumindest, wie gesagt, wenn es wirklich vorher spielt. Ich weiß ja nicht. Aber ich würde mal sagen, es spielt vorher, deshalb hat Six noch keine Erfahrung damit. Okay. Komm, ihr wollt mich doch verarschen. Hallo? Bin ich Game Over? Nee. Nee. Ist doch nicht vorbei. Es sollte so passieren, oder? Kann es sein? Ich glaube, es sollte passieren. Jetzt ist einfach Six weg. Aber dafür habe ich jetzt einen fucking Vorschlaghammer. Oh yeah. Und du bist der Erste, der sterben wird. Oh yeah. Das macht doch viel, gleich noch viel mehr Spaß. Ja, ihr kleines Krippe. Komm her, ja. Ja, sagt er und stirbt selbst. Geil. Das war ja mal wieder ein erfolgreicher Tag. Na komm. Darum hängt auch so eine Gabel mit so an so einer. An so einer Tasse. Lol. Komm her. Yeah! Lol. Das war ich nicht. Das war es auf seinen eigenen Prank reingefallen. Oh Mann. So schlecht muss man erstmal sein. Was ein Fail. Ja, dafür schlage ich jetzt deine Vasen hier kaputt, oder was es sind. Nichts mehr bleibt davon übrig. Von der Spaß. Muss ich den jetzt liegen lassen? Ich kann ihn doch niemals. Oh, ich muss den haben. Ich muss den Vorschlaghammer leider liegen lassen. Oh Mann. Gerade hat so viel Spaß gemacht mit dem Teil. Und jetzt muss ich es leider ablegen. Ach, ihr seid doch gemein. Ich sag's ja, hier steht Mobbing wohl an erster Stelle anscheinend in dieser Schule. Ja, moin. Muss ich da rein? Anscheinend ja. Müssen wir auf jeden Fall sehr viel aufpassen auf Pranks, wissen wir jetzt inzwischen. Ich habe auch eigentlich keine Lust, in diese Spinnen da reinzugucken, weil ich befürchte, dass da ebenfalls ein Prank auf mich wartet. Aber ich werde eigentlich auch ein bisschen was vom Spiel zeigen, also bin ich wohl gezwungen, die Spinnen zu öffnen. Okay, der geht nicht auf, der ist verschlossen. Gut. Und ich bugge wieder rum, nice. Schon die zweite Stelle, wo ich ein bisschen rumbugge. Epic Fail. Ja gut, die restlichen Spinnen sind alle zu, ich untersuche die jetzt mal nicht. Ich sollte nicht so viel durch das Spiel sprinten, weil du siehst ja, was uns alles schon... Oh, shoot. Da ist die fucking Lehrerin. Die schreiben gerade einen Test oder so. Ja, ich störe nur ungern bei eurer, Klassenarbeit. Aber ich muss mal kurz durch hier. Oder gibt's hier irgendwas, was mich daran hindert, da durchzugehen? Oh, ich muss anscheinend da durch. Ich muss die bei der Klassenarbeit stören. Oder beim Diktat oder was auch immer da machen. Die Karte sind im Gegensatz zu dem alten eigentlich noch relativ geil. Ich vermisse die irgendwie. Einfach nachlabern, was, einfach nachschreiben, was die vorsagt. Ist doch voll chillig. Boah, Alter, lol. Und ja, die schreiben gerade irgendeine Klassenarbeit. Alter, wie sie schreibt, guck dir das mal an, die biegt sich so irgendwie nach rechts. Ich glaube, die pennt halber beim Schreiben ein. Ups. Passiert. Ja, komm, ich schreibe mal weiter eure Arbeit. Ich ignoriert mich einfach. Ich denke auch gar nicht daran, der Klassenarbeit zu entkommen, ne? Ja. Aber schaut schon creepy aus, ich muss echt sagen. Verstörend auf jeden Fall. Wenn schon nicht creepy, dann verstörend. Jetzt bin ich auch noch alleine, Mensch. Six hat keinen Bock mehr gehabt. Lass mich doch nicht alleine. Muss ich denn eigentlich hin? Muss da drüben hin, ne? Und darf die nicht bei der Klassenarbeit stören. Vor allem, dass bei dem einen, der in der Mitte einfach der halbe Kopf fehlt. Epic Fail. Anscheinend ist es wirklich alles Puppen, die von irgendwas gesteuert werden.
Wenn nicht sogar von ihr. Ja. Ja, ihr schreibt mal, wie gesagt, weiter. Lasst euch nicht stören. Das war scheiße. Sage ich ja nur ungern, aber das war relativ kacke. Na komm. Lass ihn nochmal umfallen. Lass ihn nochmal umfallen. Ich muss einfach nur rechtzeitig weg. Das wird sie nicht gemerkt haben. Scheiße, 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 scheiße. Boah, wie sie ausschaut, ey. Sie wird mich hier nicht in der Ecke sehen. Definitiv nein. Oh mein Gott, ihr Kopf. Ihr verdammter Hals. Hä? Ihr verdammter Hals. Ey, habt ihr das gesehen? Oh no. Die wird noch gruseliger, als ich sie in den Trailer gesehen habe. Ach du Scheiße. Kann ich hoch? Nein. Kann ich nicht. Sie hat aufgehört zu schreiben. Hallo? Oh! Hast du einen Fehler gemacht? Hast du sie enttäuscht? Das ist keine gute Idee. Jetzt, oder also mit ihm. Ja, da, danke. Black Screen, vielen Dank. Super, fantastisch. Oh mein Gott, wo ist die? Wo bin ich? Oh, hier bin ich. Ich komme aus dem Schrank raus. Oh, Alter, ihr fucking Gesicht, ey. Leck mich am Arsch. Ich backe schon wieder rum. Ach Mensch. Da ist er, der halbe, sein Kopf fehlt. Ja, siehst du mal, guck mal, deinem Schüler fehlt der halbe Kopf. Ich sag's ja nur, ne? Ich will dich ja nur darauf hinweisen, ne? Boah, reg dich mal ab. Allerdings muss ich zugeben, dein Kopf ist etwas creepy. Muss ich hin? Oh Gott, ich muss zur Tür da unten hin, oder? Hm? Oh, sie hat mich gesehen! Oh, renn! Oh, lol! Okay. Schmeck ich denn? Hallo? Jetzt. Oh, man. Das ist ja mega übel. Wenn ich das mal so sagen darf. Nein, 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 die steht doch noch vor hier, Junge. Oh, Junge, du lässt dir traust ja auch was, ey. Oh, man. Siehst mich nicht? Nein, ich bin nicht hier. Nein. Ich backe wieder rum. Hallo. Nein, es gibt... Was? Was? What the hell? Ich bin doch am Tisch vorbeigegangen. Was ist das denn für ein Bug? Erstens, ich backe rum. Zweitens, ich konnte da nicht durch. Da war eine unsichtbare Wand. Was? Warum? Auch wenn dieses Setting fucking geil ist, es ist fucking verbuggt. Mann, ey. Warum kann nicht mal ein Spiel ordentlich laufen? Fuck mich jetzt schon ein bisschen ab, ey.
Oh, wie fucking groß die ist, ey. Oh, man. Helf mal deinem Schüler da unten, dem fehlt der halbe Kopf. Ich sag's ja nur, ne? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber trotzdem. Es ist einfach Tatsache. Gott, ey. Fick dich ab. Ich glaube, jetzt soll ich noch gar nicht darüber, oder? Ich weiß es nicht. Wo geht's ihr denn lang? Wie ist denn ihre Route, Alter? Wo schaut sie denn hin? Die Kamera ist wieder etwas beschissen. Oh mein Gott. Scheiße! Scheiße! Beeil dich mal ein bisschen! Oh Mann, ey! Kann sie den Fahrstuhl benutzen oder ist es zu blöd dafür? Oh nein, sie nutzt ihn auch! Oh lol! Ha, du Opfer! Gib mir das Teil! Und ich schlag dich nieder! Oder auch nicht. Lieder! Nietet er mich nieder? Wohl er. Oder die nutzt den Fahrstuhl nicht. Oder ich habe nur den Deppen hier. Komm her. Das sieht ja, diese Mütze sieht aus wie dieses, wie diese Gnome aus dem ersten, erinnert ihr euch noch? Das erinnert mich übelst an die. Bäm! Du Niete! Ich schlag noch ein bisschen besser ruff hier. So. Okay, bringt nichts. Dann halt nicht. So. Schlage ich mich diesmal mit so einem Rohrstück hier durch. So. Kenne ich mich ja bestens aus. Okay. Tatsächlich, das sind diese Mützchen von diesen Gnomen. Was zum Teufel? Soll das ein Easter Egg sein oder hat das irgendeinen Sinn und Zweck? Aber irgendwie sind selbst hier in dieser Schule dieselben Rohrsysteme. Aha, okay. Passiert. Verzeihung. Verzeihen Sie? Oh Mann, ich darf auf jeden Fall diese Gläser nicht runterfallen lassen. Komm, Koki, hoch. Was ist denn eigentlich mit Six passiert? Die ist komplett weg. Die hat sich komplett verabschiedet. Ah, es muss passieren. Okay, okay, warte, 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 warte. Oh, lol. Hi. Ihr verdammter Hals, ey. Übel. Und am Schatten kann ich sehen, was er gerade macht. Bloß nicht unterfallen, das könnte natürlich auch ein bisschen. Warte mal, ich nehme mal dieses Glas. Und falle runter. Ja, sehr gut. Das war wirklich alles eingeplant, war das. Auf ein neues. Ich hasse sie jetzt schon, ey. Ohne Scheiß. So, stehen wir schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt schon mal ein gutes Zeichen. Und wieder dieser Herzschlag. Mega gut gemacht, ey.
Mal wieder der beste Beweis, dass 3D einfach nicht mein Ding ist. Ohne Scheiß. Ja, okay. Jetzt auf dem dritten, vierten Versuch habe ich es ja eigentlich mal geschafft, dieses scheiß Seil zu treffen, ey. Oh Mann. Voll unnötig. Unnötig mega lange gedauert. So. Jetzt bitte weiter. So, die Frage, wo ich lang. Ne, hier da. Soll ich nicht hin? Ich muss da drüben hin, okay. Muss ja immer erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Verdammt doch mal. Was ist das hier? Okay. Sieht mir irgendwie so eine Puppe aus, aber ich kann damit nichts machen. Okay, jetzt muss ich mich etwas beeilen. Okay, scheiß drauf, scheiß drauf. Ob die mich gehört hat oder nicht. Beziehungsweise sie hat mich ja gehört, aber ja. Finden wird sie mich hier nicht. Obwohl sie voll easy mit ihrem Kopf hier durch die ganzen Rohrsysteme durch könnte. Lol, was ist das? Oh, es geht weiter. Es geht weiter. Jetzt geht's in die Bibliothek weiter. Oh man. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Ich würde auch gar nicht langsam mal den Part beenden. Also ich habe es jetzt extrem schon eine lange Folge gemacht. Auf jeden Fall verlängert, aber alle taucht auch mal sein Ende. Also wenn nichts dagegen hättest, würde ich auch langsam die Folge beenden. Eventuell können wir es sogar schon in 2-3 Folgen durchspielen. Aber wir gucken erstmal. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie lang das Spiel ist. Im Gegensatz zu Little Nightmares 1. Ja doch. Gut. Wo ist sie denn? Die ist irgendwo da drüben. Ich weiß nicht wo. Komm, hoch. Hoch. Genau. Oder hätte ich da drüben... Ich glaube da... Ja, ich glaube, ich sehe da drüben eine Mütze. Warte, 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 warte. Das ist diese... So eine Tüte oder so. Oder was da ist. Warte, die möchte ich sehr gerne haben. Geh runter. Geh runter. Geh runter. Geh runter. Okay. Verschieben. Hier hoch. Safe so eine Mütze. Sehe so schon so die Augen. Komm, gib her. Yes. Very nice. Viele gibt es eigentlich insgesamt. Okay. Ach, das ist so eine Dose. Was? Es gibt 12 gibt es insgesamt. Okay, das ist ganz schon wenig. Glaube ich mehr. Aber es gibt auch so eine Mütze hier. So eine Ganovenmütze oder was es da ist. So eine Chauffeursmütze. Lol, das ist dieser. Das ist dieser Detektivhut aus der Kneipe, oder? Oder ist es denn nicht? Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich. Lol. Naja, egal. Konnte ihn auf jeden Fall irgendwie nicht bekommen. Aber es ist klar, dass ich hier nicht alles sofort finden werde. Man müsste das Spiel schon öfter spielen, aber das ist ja hier blind. Und dafür, dass es blind ist, bin ich bislang auch ziemlich weit gekommen, muss ich echt sagen. Little Nightmares 1 hing ich öfter. Scheiße. Oh, Alter, der hat mich erwischt. Oh, der war schrecklich. Ich wusste jetzt nicht, was passieren würde und der hat mich richtig hart erwischt. Autsch. Oh, der ist übel. Der ist übel, der Jumpscare. Oh. Durch! Was? Was? Alter, leck mich! Lass mich jetzt hier weiter. Blöde Lehrerin. Scheiße, deine Lektionen sind kacke. Komm durch da. Genau. Fuck. Weiter, hoch. Okay, ich muss hier rum, okay. Okay, die kommt gleich eh wieder, oder? Die sieht mich doch, oder? Safe. Und die hört mich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Doch, das gibt's doch nicht. Was ist das?
Ich habe gehofft, sie sieht mich da unten nicht, aber anscheinend sieht sie mich doch. Leck mich. Muss ich jetzt lang? Ja, funktioniert wieder richtig, richtig super. Ich weiß auch wieder richtig, wie ich weiterkomme, definitiv. Ah, dammit. Oh. Ja. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Wie hätte es auch anders sein können? Wo muss ich denn hin? Das würde ich sehr gerne wissen, ne? Ist nur so eine Frage. Ne, hier nicht lang. Soll ich hier hinterher gehen? Mache ich nur ungern, aber... Kann ich die Tür überhaupt selbst öffnen? Ne, kann ich nicht. Na, solange sie weg ist, ist es mir egal. Kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Von hier ist er gekommen. Aber ich komme da nicht lang. Kann ich hier die Bücher hochklettern oder wo? Irgendwo kann ich da bestimmt wieder hochklettern. Ne, kann ich nicht. Oh man. Das ist Little Nightmares. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Oder was ich tun muss. Richtig toll. Jetzt habe ich diesen Turm erklommen. Toll. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Okay, ich hätte mich bestimmt auch hier verstecken können. Gibt wieder mehrere Möglichkeiten, bestimmt wieder. Ah, Moment. Ah, ich bin blöd. Ja. Es ist schon wieder so ein Rätsel. Die ich auch zu häufig im ersten Teil gab. Wir müssen wieder so eine Kiste verschieben und dann komme ich da an die Klinke ran. Ja, moin, also bin ich damit jetzt schon wieder verarschen lasse. Haben sich mir erste auch des Öfteren verarscht. Das reicht mir diese Kiste, die hinter dem, und in dem Schalter, der hinter der Tür versteckt war im ersten Teil. War auch richtig fies. Aber hing ich auch mit Wally in dem Stream lange. Okay, das Spiel lädt, das ist kein gutes Zeichen. Okay. Little Nightmares 1 Flashbacks an dieses Anwesend von dieser Dame. Ist die irgendwo? Mir stinkt's ein wenig. Es müffelt ein wenig oder es wurde hier. Ne, die werden Bücher werden abgebrannt. Ja gut, okay. Kann man natürlich auch machen, ne? Kein Bock mehr auf Lernen. Schließe ich mich auf jeden Fall an. Auch wenn ich selber noch tue. Halt nur nicht mehr Schule und sowas alles. Oh, hi! Okay. Bringen die mich wieder durcheinander oder so? Es gibt ja auch so die Gerüchte, dass wir jedes Mal, wenn man im ersten Teil eine dieser Puppen zerstört, dass man immer mehr von dieser dunklen Magie bekommt, die man am Ende komplett hat. Und dann komplett durchdreht. Okay. Toll, jetzt habe ich eine Schachfigur gebaut. Damit ich jetzt hier in die Tür reinkomme. Oh, lol. Dieses Bild. Guck mal da an, da ist so eine Puppe. Lebt die noch? Nee. Warte mal. Ach, da oben muss ich hin, warte. Ich brauch noch so einen zweiten Kopf. Das ist nicht so ein Kopf, oder? Doch, doch, oder? Versuch mal raufzustecken. Nee, nee, das ist eine Flasche. Warte, hier, dieses Schwert hier, oder was ist das? So ein Schwert wäre eigentlich mal nicht so schlecht, ne? Ich meine ja nur. Aber ich muss definitiv die Köpfe der Schachfiguren finden.
Ist der eventuell hier? Ja, hier ist noch eine Schachfigur. Warte, 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 warte. Ja, gut, okay, hier kann ich mir den Kopf klauen. Ah, gut, dann. Ey. Mono sollst du nicht fallen lassen. Du sollst ihn mitnehmen. Ja, schon richtig. So, bitteschön. Oder stehst du jetzt auf? Wäre sehr creepy, wenn der jetzt plötzlich aufsteht, aber ich könnte es mir sogar vorstellen. Ich könnte es dem Spiel zutrauen. Das ist jetzt ein, wie ich schon gesagt, es ist jetzt ein Horror-Game. Also, den kann man jetzt alles zutrauen. Die eine Dame hat mich ja, die olle Lehrerin hat mich jetzt auch schon erwischt, echt krass erwischt. Warte mal, hä? Wieso komme ich dann jetzt nicht rauf? Leg ihn rauf. Ja, bau rauf. Los. Genau. Aber ich komme immer noch nicht hoch. Kann ich dir den Kopf abnehmen? Dann erleichtere ich dich vielleicht etwas. Hm. Darf ich aber nicht. Irgendwie. Okay, ich kann hier nochmal einen mitnehmen. Ach, das ist der, das ist dieses von dem Turm, ne? Das ist das Oberteil von dem Turm. Warte, den kann ich bestimmt hier irgendwo einfach reinstecken. Warte mal, warte mal. Ah, ich kann drauf raufsteigen. Warte, 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 warte. Dann nehme ich den hier mal mit. Und leg den darauf. Dann lege ich dich jetzt einfach mal hier hin. Du kommst hier rauf. Komm mich an den König ran. Ja, du sollst ihn schon da drauf lassen. Ist schon richtig. Du sollst. Genau. Dann kann ich hier hoch. Kann mir den Königkopf holen. Lass ihn anschließend fallen. Steckt ihn hier rauf. Und jetzt muss ich die letzte suchen. Aber keine Ahnung, wo der sein soll. Oh lol, ich dachte, das wäre so ein Mützchen gewesen. Ich dachte, da guckt mir einer zu, aber nee, das ist Holz. Oh lol. Auch schon wäre fast einen Schock bekommen. Nein. Oh, und ich bin tot. Geil! Figur einfach auch mal woanders hinstellen. Zum Beispiel hier. Dann komme ich hier eventuell da oben mal ran. Was auch immer da oben sein soll. Außer dieses Glas hier. Das so eben kaputt gegangen ist. Oh! Okay. Bringt mir aber nicht sonderlich viel. Stand jetzt. Ah, warte. Habt ihr es gesehen? Da ist jetzt, hat sich was bei der Lampe was getan. Okay. Warte, ich zieh mal nochmal dran. Nee. Hä? What the hell? Oh, lol. Ich kann hier dran ziehen. Oh. Okay. König, Königin, Turm. Okay, ich verstehe. Warte, wie nochmal? König ganz vorne, ne? Ja, König ganz vorne. Königin links. Wusste ich doch, das ist irgendeine hier Kombination gibt. So, nochmal. Also, König vorne. Königin links. Und Turm rechts. So, und jetzt kann ich hier die Lampe auslösen. Macht bestimmt den Schrank auf, oder? Ja. Okay. Und es zeigt uns einen scheißenden Wolf. Richtig Hammer. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Bin richtig begeistert von diesem Foto. Aber noch viel mehr von diesem Key. Sehe ich das so ein Schwert, aber ich krieg das nicht.
Du bestehst bitte nicht auf, du bleibst schön weiter liegen. Danke. Aber bestimmt kommt jetzt irgendwas, oder? Wahrscheinlich muss ich mich jetzt so verstecken. Oder irgendwas dergleichen. Ich weiß ja nicht. Im ersten Teil haben sie mich auch einfach gehen lassen. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Ja, ich höre sie schon. Ah nee, es geht wieder in eine Küche rein. So wie ich das sehe. In die Cafeteria. Ich muss da hoch. Nee, warte. Bisschen verschieben. Und dann komme ich da hoch. Auch wenn ich sehr langsam die Folge beenden würde. Wir sind schon bei einer und eine Dreiviertelstunde, ey. Lol, ich wollte eigentlich gar nicht so lange heute aufnehmen. Aber ich komme einfach nicht dazu, die Folge zu beenden, ey. Das Spiel ist einfach zu geil. So, ein bisschen noch rüber. Genau, so. Jetzt hochklettern. Was ist hier drüben? Was geht hier ab? Okay. Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Okay. Battle! Was war das? Kannst du mir erklären, was das gerade eben war, Mono? Das war aber ein kompletter Fail. LOL! Diesmal nicht so fail, du Noob! Komm ran hier! Bäm! Lappen! Stark ist auch dein Kopf kaputt, du Depp. Okay, ne, geht nicht. Okay, diesmal kann ich die Kelle mitnehmen. Das. Hallo. Warum klappt das nicht? Och man, kann ich schon wieder die nicht mitnehmen? Och, leck mich. Oh, scheiße. Hä? Hä? Och, ist da... Wisst ihr was? Hier ist der perfekte Platz, um die Folge zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, was ihr wollt. Und beim nächsten Mal geht's weiter hier in der Küche. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.